Nimwegenmarsch 2011, das Finale. Deutsche Soldaten in Hochstimmung. Sechs Uhr morgens im Zentrum von Nimwegen. Noch ist alles ruhig. Alles? Nein. Ein kleines Häuschen leistet standhaften Widerstand gegen Ruhe und Ordnung. Das ist das Haus von Hans. Er ist der Kopf einer wirklich schrecklich netten Familie. Sogar die Schwester von Hans ist angereist. Vor 25 Jahren ist sie in die Schweiz gezogen. Einmal im Jahr kommt sie zurück, nämlich zum Nimwegenmarsch. Ich bin immer vom Samstag bis zum Samstag da. Wenn es in der Stadt anfängt mit Festen, jeden Tag in die Stadt, jeden Tag auf dem Parkour, überall schauen, wo die Leute laufen. Das ist vier Tage Marsch, das ist Leben. Ja. Und in der Schweiz habt ihr sowas nicht, oder? In der Schweiz hat es zwei Tage Marsch. Aber die muss noch viel lernen von den Holländern. Und was man alles von den Holländern lernen kann, das erfahren die Soldaten schon lange vor Nimwegen im kleinen Örtchen Kuik. Dicht gedrängt stehen hier die Menschen schon am frühen Morgen. In Kuik überqueren die Marschierer einen Fluss auf der eigens verlegten Pontonbrücke. Doch für zwei deutsche Soldaten spielt das jetzt alles keine Rolle. Thorsten und Jennifer heiraten heute. Dass dies anlässlich des Nimwegenmarsches geschieht, ist kein Zufall. Beide haben sich vor Jahren genau hier kennengelernt. Jetzt wollen sie den Bund fürs Leben schließen, wortwörtlich, soweit die Füße tragen. Herzlich willkommen an einem besonderen Ort. Eine Hochzeit in Uniform und auf einem Fluss, das hat nicht jeder. Probleme mit dem Ring so mancher, aber völlig egal, denn nur die Liebe zählt. Das ist der klassische Moment, wo man sich küsst. Die Zeremonie war klasse. Also das hat der Michael super hingekriegt, unser Pfarrer. Ja. Und also ich hatte nicht erwartet, dass es so toll wird. Vor einem Jahr war es ja einfach nur eine Idee. Man könnte hier heiraten. Und die Delegation und das niederländische Militär hat es uns ermöglicht. Und das ist einfach gigantisch. In Nimwegen steigt inzwischen die Stimmung. Es scheint, als ob plötzlich alle Holländer auf den Beinen sind. Dabei kommt es immer wieder zu interkulturellen Begegnungen. Und so lernen junge Holländerinnen auch, dass man mit dem Angebot von kostenlosen Umarmungen vorsichtig sein sollte, zumindest wenn sich eine englische Marschgruppe nähert. Weit weniger emotional, dafür aber deutlich effizienter hat der deutsche Delegationsleiter die letzten 40 Kilometer absolviert. Er ist vorausgelaufen und wartet jetzt auf seine Soldaten. Für ihn ist Nimwegen ein gutes Beispiel, wie internationale Freundschaft wirken kann. Die Völker können auf jeden Fall miteinander. Das erleben wir auch in unserem militärischen Lager. Wir wachsen immer enger zusammen. Wir denken auch immer mehr darüber nach, zusammenzuarbeiten, uns zu ergänzen. Und was jetzt auf Stabsebene langsam beginnt, hat bei den Marschierern schon lange stattgefunden. Und dann ist es soweit. Die deutschen Marschgruppen erreichen Nimwegen ein letztes Mal, die Stimmung aufsaugen. Dann geht es auf den Sammelplatz für militärische Marschgruppen. Endlich angekommen zu sein, ein echter Brüller. Ja! Very nice. I love the people and everything. It's very nice to walk in the environment. Oh, it was awesome. Yeah, but hard. Man haut sich von Gruppe zu Gruppe auf die Schulter und spornt einen an und das finde ich fantastisch. Das hätte ich nie erwartet. Klasse. Zum Schluss gibt es dann noch die Orden für die erfolgreiche Teilnahme und das aus den Händen eines Generals. Ein Abzeichen, das jeden Soldat stolz macht. Es ist geschafft, der 160 Kilometer Marsch ist vorbei. Was bleibt, sind glänzende Erinnerungen. Herzlichen Glückwunsch. Danke.